So, willkommen zurück. Ich versuche jetzt noch einmal die kleine verirrte Fee zu finden, die sich hier irgendwo in der Stadt verstecken muss, und ich habe dabei schon viel zu viel Zeit verloren. Aber ich bin ganz neu im Majora's Mask Fieber sozusagen. So, wir sind hier in Südunruhstadt. Schauen wir nochmal. Irgendwo muss sich das Vieh doch verstecken. Okay, das ist keine Fee. Und es regnet hier. Ist denkbar mies. Da oben ist ein Herzcontainer. Okay. Ein Herzcontainer, da könnte doch eventuell auch eine Fee irgendwo sein. Oder nicht? Oh. Mache ich denn hier? Geh wieder rauf. Genau, danke, Link. Oh. Da ist eine Tür. Da ist eine... Ach so, da ist eine Tür. Okay. Dann wartet dieser nette Herr auf uns. Ich sag's euch, das ist gar nicht so einfach, wie es eigentlich aussieht. Vor allem, weil ich immer mit der Kamera Probleme habe. Und das ist dann ganz sicherlich nicht das Wahre. Was sagt uns hier? Die Tür zum Urteil öffnet sich nur Mitternacht am Vorabend des Karnevals. Okay. Gut, dass wir da eigentlich gar nicht erst hinwollen. Wo sind wir denn hier? Da sind wir wieder in der Nordunruhstadt. Da müssen wir nicht unbedingt hin. Ich möchte das jetzt alles durchsuchen. Irgendwo werden wir diese doofe kleine Fee doch finden. Ich meine, da ist sie nicht. Das ist nur eine olle Statue. Da geht's nach Westunruhstadt. Und schon wieder im Wasser. Raus mit dir. Mach schon. Danke. Irgendwo muss diese Fee doch sein. Wo sieht denn der da eigentlich hin? Kann ich da auch irgendwo hinsehen? Naja, so kann man sich umschauen. Aber seht ihr da irgendwo eine Fee? Also ich definitiv nicht. In der Post? Nee, ich will jetzt hier nicht Start drücken. Danke. Ich will die Fee finden. Och bitte. Ich will doch nur die kleine Fee. Die muss doch hier irgendwo sein. Und hier gibt's auch kein Trampolin. Hier gibt's gar nichts, was wir benutzen können. Weil der lässt uns ja nicht. Ja, aber ich habe keine Dekoblume. Und wenn ich dem die Dekoblume gebe, dann... Och, verdammt. Nacht des zweiten Tages. Es verbleiben 36 Stunden. Nee. Das kann's doch nicht sein. Oh, okay, suchen wir nochmal woanders. Nein, du doofer Hund. Ich brauch dich jetzt nicht. Wie habe ich denn... Genau, die Karte. Versuchen wir unser Glück doch mal im Osten. Im Osten, das heißt, wir müssen hier runter. Und einmal hier rein. Schwupps. So, verehrte Fee, wo bist du denn? Also irgendwie habe ich mir nicht gedacht, dass das so eine Schwierigkeit darstellt. Ich meine, man muss doch nur einen so einen
kleine Fee finden. Oh, da ist... Da ist sie. Da ist sie, die Fee. Und da ist eine Blume. Vielleicht erwische ich sie damit. Ha. Rauf auf die Blume, Link. Hey, hier, abtauchen. Und los geht's. Auf zur Fee, auf zur Fee, auf zur Fee. Ja. Bitte bring mich zur Feenquelle in Nord-Unruhstadt zurück. Aber mit dem größten Vergnügen, Madame. Ah, ich hab die Fee, ich bin... Ja, das sind nur 20 Minuten. Oh mein Gott, ich bin so unfähig. Aber gut. Ich werde schon noch irgendwie lernen, würde ich sagen, oder? So, dann geht's nach Nord-Unruhstadt. Dann bringen wir noch die Fee zurück und... Genau, das war da oben. Und danach ist es sowieso schon wieder Zeit für einen Cut und dann mache ich auch Ende für heute. Man soll immer mit einem Erfolgserlebnis aufhören und ich denke... Das wäre dann schon mal geschafft. So, liebe Feen, ich bringe euch eure verlorene Schwester zurück. Hi. Oh, schwupp. Und da sind sie wieder alle vereint. Ist das nicht schön? Oh mein Gott. Und aus den ganzen kleinen süßen Feen wird eine blonde, tätowierte, rothaarige, klubschäugige, Entschuldigung, Russenprostituierte. So, Taya und du, junger Freund im fremden Körper, hab Dank für eure wertvolle Hilfe. Ich bin die große Fee der Magie. Ich ließ mich von diesem Kind täuschen, weil ich dachte, es würde mir helfen. Alles, was ich momentan für dich tun kann, ist dies. Als Zeichen meiner Dankbarkeit gewähre ich dir die Gabe der Magie. Bitte nimm dieses bescheidene Geschenk an. Aber gerne, von dir nehme ich doch alles, my lady. So, was bekomme ich denn, was bekomme ich denn? Na? Irgendwas musst du doch jetzt bekommen haben. Ta-da-ta-ta. Die wollen die Gabe der Magie verlieren. Drücke B, um in deiner derzeitigen Gestalt Blasen zu verschießen. Drücke und halte B, um eine große Blase aufzupusten. Okay. Okay. Also, danke, danke, liebe Fee. Da haben wir doch schon was. So, wie kann ich jetzt schießen? Naja, große Blase. Und kleine Blase. Gut, hätten wir das auch geschafft. Also, mit einem glubschäugigen... Ey, schau her. Mit einem glubschäugigen Deku-Link beschließen wir diesen Teil des Let's Play Majora's Mask. Und ich beschließe damit auch den heutigen Abend. Und ich bin mir sicher, wir sehen uns bald wieder. Und vielleicht verplane ich dann nicht alles so wie dieses Mal. Bis dann.